Hallo und herzlich willkommen hier bei unserem YouTube-Kanal. Heute unsere Thai-Yoga-Massage, der ganze Anfang. Wie fange ich überhaupt an? Ich habe mich jetzt hier schon mal platziert. Sie ist in Rückenlage, Beine sind ein bisschen auseinander, sodass ich hier im Heldensitz oder Fersensitz sitzen kann. Und das allererste, was ich mache, ich nehme erstmal Kontakt auf. Ich greife mir die Fersen hier, lagere die auf meinem Schoß und dann lehne ich mich nach hinten mit meinem Körpergewicht. Und bringe so eine Traktion durch Ihren ganzen Körper bis nach oben. Kann in die Gegenbewegung gehen, hier mit dem Brustkorb auf Ihren Füßen. Mache so eine Dehnung der Rückseite Ihrer Beine und gehe nochmal in die Gegenbewegung. Und ihr braucht keine Kraft dafür. Also ihr müsst jetzt nicht hier mit den Armen ziehen irgendwie, sondern lehnt euch einfach nach hinten und macht eine leichte Traktion. Manchmal bringe ich auch noch so eine leichte Schwingung damit rein. Ne? Seht ihr jetzt, wie der ganze Körper schwingt? Entweder eine gleichmäßige Schwingung oder ich wechsle das Ganze hier ab. Und guck mal, geht die Schwingung durch den ganzen Körper durch? Sehe ich vielleicht, dass es irgendwo hängt? Ja? Gibt mir so ein bisschen so einen Aufschluss darauf, wie sie so aufgestellt ist. Fließt alles oder gibt es da eventuell Blockaden? Dann, wenn ich das gemacht habe, lege ich die Füße ganz sanft ab. Jetzt kannst du ein bisschen näher kommen zu den Füßen. Wir fangen erstmal an hier mit den Handflächen auf der Innenseite. Bringen die Füße, das Bein in Außenrotation und mit großem Handkontakt wandere ich von innen nach außen. Von innen nach außen und dann gehe ich gleich in die Gegenbewegung, bringe die Füße so ein bisschen zusammen und fast übereinander in die Innenrotation. Ist natürlich nicht bei jedem genau so möglich. Aber wir wollen schon so ein bisschen die Grenzen austesten. Ne? Hier in die Innenrotation. Ich habe jetzt auch die Möglichkeit, mir einen Fuß zu greifen und ihn hier in so eine Flexion, Extension zu bringen. Hier gibt es verschiedene Techniken. Wir können es auch in Rotation bringen. Und ich kann mich hier auch ranhängen und jetzt nur auf einer Seite eine Traktion machen. Zug geht durch den ganzen Körper durch. Und versucht nicht das zu machen, ja, sondern lehnt euch einfach nach hinten mit eurem Körpergewicht. Und auch hier kann ich so eine Schwingung machen, die durch den ganzen Körper durchgeht. Wenn ich das gemacht habe, ich mache es jetzt natürlich im Schnelldurchlauf, ihr könnt euch später mehr Zeit lassen, lege ich den Fuß wieder ab. Und jetzt kommen wir so ein bisschen zu unserer Fingerarbeit am Fuß entlang. Da müsstest du wieder ein bisschen näher kommen, weil hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder arbeite ich mit dem Daumen hier entlang der Projektion der Wirbelsäule auf der Innenseite des Fußes, geht es hoch. Hier jetzt Brustwirbelsäule hoch bis zur Halswirbelsäule. Das wäre eine Möglichkeit, wie man hier arbeiten kann. Die andere Möglichkeit wäre, ich stelle mir hier drei Linien vor. Eins, zwei, drei, müsste wahrscheinlich einmal rumkommen. Ja, stellen wir uns den Fuß hier vor mit drei Linien, die wir mit dem Daumen abgehen. Ja? Oder es gibt auch noch eine andere Technik, da hat man sechs Punkte. Und ihr könnt diese sechs Punkte mit dem Daumen abgehen. Und kommst du nochmal um die Ecke? Ihr seht da wahrscheinlich nicht so viel, aber ihr habt es ja gesehen, was ich meine. Jetzt gehe ich hier die drei Linien entlang in der Mitte und lasse mir ein bisschen Zeit für die Füße. Ne? Also wir haben einmal entweder Wirbelsäule entlang gehen oder die drei Linien oder sechs Punkte. Wenn ich das jetzt gemacht habe, ich könnte jetzt auch noch die Zehen mobilisieren, verschiedene andere Möglichkeiten. Ich gehe jetzt mal ein bisschen weiter. Wir wollen jetzt das Blut ein bisschen stauen, so eine Grundtechnik in der Thai-Massage. Ich fange hier an, auf der Innenseite langsam hochzulaufen mit den Palm-Steps, also mit unseren Handflächen. Wenn ich zu den Knien komme, dann komme ich hier in sanften Kontakt mit den Kniescheiben und laufe langsam nach oben, bis ich dann irgendwann oben in der Leiste angekommen bin. Und jetzt gehe ich mit meinem Körpergewicht hier rauf. Und spüre irgendwann den Puls unter meinen Händen. Ich will das sozusagen ein bisschen abklemmen. Das hört sich ein bisschen gemein an. Ein Blutstau, sodass sozusagen die Blutversorgung für die Beine so ein bisschen unterbrochen wird. Das Ganze für 45 bis 60 Sekunden.
die Thailänder, die gehen da teilweise mit den Knien rauf, mit den Füßen rauf. Ihr könnt euch auch aber auf die Hände beschränken. Wichtig ist euer Körpergewicht, ne? Ihr müsst nicht mit Kraft drücken. Und wenn ich das gemacht habe und 45 Sekunden, 60 Sekunden vorbei sind, ja, ich kürze es jetzt ein bisschen ab, dann würden wir wieder rausgehen. Und oft merken die Leute dann plötzlich, wie es ganz warm wird in den Beinen, wie die wieder mit Blut versorgt wird. Ja? Und dann laufen wir hier langsam wieder runter und umkreisen die Knie. Und laufen weiter nach unten. Nächster Schritt, den wir machen, wir wollen die Energielinien öffnen auf der Innen- und Außenseite. Ja? Ich fange mal auf der Außenseite an. Da haben wir das Yap-Zen, also die Zen sind die Energielinien. Wir haben hier auf der Außenseite drei Linien, die langlaufen. Und Yap-Zen ist sozusagen eine gewisse Abfolge, wie wir diese Linien öffnen. Und zwar unser erster Schritt ist immer das Dehnen. Ja? Wir wollen das Stretch reinbringen. Wenn wir das gemacht haben, kommen danach die Palm-Steps. Auf der Außenseite jetzt mit den Handflächen laufen wir hier lang. Und laufen einmal hier hoch bis zur Hüfte. Oben angekommen, geht es wieder nach unten. Das war der zweite Schritt. Und dann kommen die Daumen. Daumen auch hier auf der Außenseite entlang. Im breiten Kontakt. Knie wollen wir ein bisschen aussparen, weil empfindlich geht es hier auf der Außenseite lang. Haben wir das gemacht, dann geht es wieder weiter mit den Palm Steps. Palm Steps bis nach oben. Oben angekommen geht es wieder nach unten. Und wenn wir mit der Sequenz durch sind, am Ende, dann gibt es wieder den Stretch. Es sind also immer fünf Schritte. Nochmal, ich gehe jetzt auf die gegenüberliegende Seite, auf die Innenseite. Ich fange an mit dem Stretch. Danach kommen die Palm Steps, deute ich jetzt mal nur an. Ne? Palm Steps laufe ich hier hoch. Dann kommen die Daumenarbeit auf der Innenseite bis nach oben. Nochmal die Palm Steps. Und am Ende wieder das Ganze öffnen oder stretchen, aufdehnen. Und so gehen wir Außenseite, Innenseite und diese Außenseite und diese Innenseite einmal durch. Ja, dann wünsche ich euch erstmal viel Spaß und mehr Informationen findet ihr in den anderen Teilen.